Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, stehe ich im Kinderzimmer von unseren beiden Kindern und um genau zu sein, vor der Wickelkommode von unserer Tochter Juna. Ja, ich möchte euch heute zeigen, was für eine Wickelkommode wir haben, wie sie aufgebaut ist, beziehungsweise wie wir sie ja, befüllt haben, was wo ist. Außerdem möchte ich euch unbedingt auch meine liebsten Klamotten zeigen, weil ich so viele tolle ja, Kleidungsstücke für Juna habe, die ich euch unbedingt mal zeigen möchte, die aber irgendwie ja, gar nicht so richtig in ein einzelnes Video passen. Und deswegen dachte ich, bietet sich das hier super an. Und dann würde ich auch sagen, starten wir direkt mal. So sieht unsere Wickelkommode erstmal im Ganzen aus. Wir haben hier eine Wickelkommode von Hoppe Kids. Wir hatten am Anfang Möbel von IKEA oder von Möbel Boss und wir wollten jetzt einfach was Hochwertigeres, wo wir uns sicher sein können, dass es uns wirklich lange begleitet. Und bis jetzt sind wir super zufrieden mit unserer Wickelkommode. Als Auflage haben wir hier eine Wickelauflage von My Mom Design. Die durfte ich dort selber gestalten und habe sie somit perfekt ans Design unseres Kinderzimmers anpassen können. Dazu gehört außerdem das Utensilo, worin wir unsere Taschentücher verstaut haben. Und die Box, die da drin ist, ist von Done by Dir. Und ich finde es einfach total praktisch für diese Kosmetiktücher, weil man sie einfach immer griffbereit hat. Außerdem haben wir ein Mobile oben aufgehangen, damit Juna beschäftigt ist und was zum Anschauen hat, denn zurzeit mag sie es gar nicht gewickelt zu werden. Und da ist das einfach super, das ist so ein kleines Waldmobile mit Schmetterlingen und verschiedenen ja, Insekten, Marienkäfer, Biene, Fliege, Libelle und Schnecke. Und obendran ist noch so eine niedliche Raupe, die auf so Blätterzweigen sitzt. Und Juna findet das wirklich interessant zu beobachten. Außerdem haben wir an der linken Seite von unserer Wickelkommode ein Utensilo angebracht. Und zwar ist das von Three Sprouts mit einer Giraffe drauf. Dort bringen wir alle Windeln unter. Und zwar haben wir oben ein Fach für Emils Windeln, der nachts manchmal noch eine Windel braucht. Und unten die zwei Fächer sind halt für Juna. Und das stocken wir einfach immer auf, sobald etwas leer ist. So haben wir einfach die Windeln immer griffbereit und können sicher sein, dass noch welche da sind. Und wir finden das einfach sehr praktisch. Unten gehört noch ein Windeleimer zu unserer Wickelkommode. Und zwar ist das ganz einfach nur ein Eimer aus irgendeinem Supermarkt und nichts Besonderes. Der wird einfach geleert, wenn er voll ist. Und damit können wir auch schon zum Inhalt der Wickelkommode kommen. Ich zeige euch jetzt einfach nach und nach die einzelnen Schubladen von unserer Wickelkommode, was wir aufbewahrt haben und was meine Lieblingsteile sind. Das ist also unsere erste Schublade und da haben wir alles drin, was die Pflege von Juna betrifft. Und zwar haben wir einmal hier ganz vorne an der Seite Waschlappen drin, außerdem noch unsere kleine Wickeltasche, die wir immer in der Handtasche haben. Hier sind auch die U-Hefte von den Kindern drin. Da ist noch mein Mutterpass, also alles, was an Dokumenten gebraucht wird, wenn wir zum Beispiel zum Arzt gehen. Dann haben wir hier unser Fieberthermometer. Wir haben von Geratherm das Non-Contact-Thermometer, bei dem man einfach diese Laserpunkte an die Stirn hält und dann die Temperatur zuverlässig ablesen kann. Dann haben wir hier wirklich so Pflegeprodukte drin. Wir haben hier einmal unsere Ringelblumensalbe von Töpfer. Wir benutzen immer die Wundschutzcreme von Weleda. Das ist diese Calendula-Babycreme. Außerdem ist hier noch eine kleine Apotheke drin sozusagen, Thymian-Myrte-Balsam und Engelwurz-Balsam. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Hier ist noch der Nasensauger drin. Außerdem Windelvlies, wenn wir mit Stoffwindeln wickeln. Und hier noch so Einmalwaschlappen unten drunter und so, ja, feuchte Tücher. Dann haben wir hier unsere Box mit Feuchttüchern, die wir hin und wieder benutzen. Die ist einfach total praktisch. Man macht sie auf und zu und es ist alles gut verstaut und trocknet nicht aus. Und hier haben wir noch einen Nachfüllpack. Ja, das war es dann auch schon mit der ersten Schublade. Die ist also recht unspektakulär. Kommen wir also zur zweiten Schublade, die nun schon etwas interessanter wird. Ihr seht schon auf den ersten Blick, mein Klamottenstil bei den Kindern ist immer noch bunt. Ich liebe es total, wenn sie so schöne, farbenfrohe Klamotten anhaben, weil solange sie noch Kinder sind, bin ich auch der Meinung, dürfen sie das. Wir haben hier als erstes die Langarmbodies mit Muster, also wo irgendwelche Muster drauf sind oder Motive. Hier haben wir zum Beispiel einen Mumienbody oder hier von Ferkenform diese Wolkensachen, die ich wunderschön finde. Und wir haben ganz, ganz viel von Maxomora. Außerdem haben wir noch ein ja, selbst
genähten, allerdings nicht von mir. Den finde ich einfach total schön mit diesem Tippi-Stoff. Das ist ein Body von Cravalli Design. Ja, und das also auf diesem Stapel. Dahinter sind die Bodies, die Unifarben sind. Da haben wir zum Beispiel auch von Max und Mora welche oder ganz einfach von H&M. Außerdem haben wir hier die Pullis mit Muster und Motiven. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel mein allerliebstes Lieblingsdesign von Max und Mora. Die süßen kleinen Pinguine, die ja auch unser großer Emil so liebt. Also da haben wir wirklich sehr viele verschiedene Sachen. Zum Beispiel hier ist auch so ein ganz niedlicher hellblauer Pulli von H&M. Ja, dann haben wir hier die Pullis, die eher Uni sind oder gestreift. Zum Beispiel hier unseren von Reif. Von Wollhase, dann haben wir auch von Pippi ein paar Sachen drin und die sind halt auch hauptsächlich zum Beispiel hier noch H&M oder welche ich auch ganz niedlich finde, sind die von Organic Zoo, da haben wir auch zwei Stück, einmal den mit der Wolke und den mit dem Schnurrbart, ja, also die sortiere ich mir einfach so, weil ich finde, dass ich so gut zurande komme und dann wird halt nicht alles immer durcheinander gewühlt. Hier hinten haben wir dann Kleidchen, da haben wir sowohl hier schon ein Sommerkleidchen von Max und Mora, als auch noch langärmelige Kleidchen. Welche ich besonders praktisch finde, sind zum Beispiel die hier, wie bei diesem. Da ist sozusagen der Body gleich unten drunter mit eingenäht. Ich hoffe, man erkennt das hier so ein bisschen. Und dann kann man das hier praktisch direkt unten drunter zuknöpfen und das Kleidchen rutscht halt nicht immer hoch und das Kind ist nicht sozusagen nackig unten drunter. Ich lege das mal schnell wieder zusammen. So. Ja. Die ganzen Kleider haben wir also hier hinten aufbewahrt. Hier ist noch ein Schlafanzug, der einfach nicht mit hierher gepasst hat. Das ist ein zweiteiliger. Ansonsten zieht Juna immer noch Einteiler an. Und am allerliebsten mag ich auch hier die von Max und Mora, weil die einfach perfekt sitzen. Da haben wir hier dieses Design, finde ich auch ganz, ganz toll. Das Autumn Leaves Design. Oder das hier ist noch ein Schlafanzug von Pippi, glaube ich. Ich weiß es aber gerade gar nicht so genau. Dann haben wir hier nochmal Max und Mora. Und die haben wir also hier hinten liegen. Also das hier ist die Schublade für die Oberteile sozusagen und für die Unter- und Nachtwäsche. Hier haben wir dann jetzt auch schon das vorletzte Schubfach. Und das ist das Schubfach mit allen Unterteilen, die so zu den Klamotten meiner Tochter gehören. Und zwar haben wir als erstes hier die Hosen mit Muster. Also ihr merkt schon, ich unterteile mir das immer nach Muster und Nicht-Muster. Hier zum Beispiel auch wieder die wunderbare Wolkenhose. Unsere Hosen sind wirklich fast alle wirklich ausschließlich von Max und Mora, weil sie einfach am besten sitzen. Ich kaufe da immer wieder Sachen und kooperiere ja auch mit Max und Mora. Und da freuen wir uns immer ganz besonders über die wunderschönen Sachen. Ich habe hier zum Beispiel, das ist auch eines meiner Lieblingsoutfits, das werde ich euch nachher noch zeigen im kompletten Set. Wie gesagt, ich finde einfach, die Hosen von Max und Mora sitzen von der Passform her bei unserer Tochter am allerbesten und wir können sie wirklich sehr, sehr lange tragen. Dann haben wir hier die Hosen, die Unifarben sind, beziehungsweise so ein einheitliches Muster haben wie diese. Da haben wir jetzt eine pinke, lila und da unten nochmal lila. Da haben wir zum Beispiel Leggings, so wie diese hier oder die diese Leoparden, nee, wie heißt das? Ich weiß gar nicht, was das für ein Muster jetzt ist. Und hier haben wir zum Beispiel auch eine olivfarbene. Und dann haben wir halt auch so ganz normale Jogginghosen, die nicht so eng anliegend, sondern eher bequem sind, so wie diese hier. Ja, dann haben wir jetzt da hinten noch einen Stapel. Und das ist der Stapel mit den Jeanshosen bzw. den festeren Hosen, die wir halt anziehen, wenn wir rausgehen und es ist besonders kalt. Oder wenn wir irgendeine schöne Feier haben, dann darf Juna auch mal eine Jeans anziehen. Ja, dann haben wir hier ein ganzes Fach voll mit Socken. Die sind von ganz unterschiedlichen Marken hier. Die sind zum Beispiel von Blade and Rose zum Beispiel. Die passen dann zu den Strumpfhosen. Dann haben wir ganz einfache Socken von Max und Mora, von H&M oder hier von Sterntaler. Die finde ich ganz, ganz praktisch, weil die einfach halt sowohl auf der Oberseite Noppen haben, als auch auf der Unterseite. So kann Juna halt super krabbeln, ohne dass sie immer wegrutscht. Und damit sind wir dann auch schon bei den Strumpfhosen hier hinten. Da haben wir wirklich fast ausschließlich Strumpfhosen von Blade and Rose. Und zwar sind das diese mit den süßen Motiven am Po. Hier ist zum Beispiel ein Wal drauf. Sie trägt da jetzt gerade, das wollte ich noch dazu sagen, hier trägt sie Größe 6 bis 12 Monate.
Sie trägt in den Hosen und Oberteilen sonst Größe 68 bis 74 sogar schon. Ja, und von Blade & Rose gibt es diese Strumpfhosen halt ohne Füße, so dass sie mehr wie eine Leggings sind. Und Moment, ich lege die mal schnell zusammen. Es gibt die aber auch als Strumpfhosen, zum Beispiel wie diese hier, die ich auch total süß finde. Da sind dann natürlich die Füße gleich mit dran. Die hier ist jetzt in Jeans-Optik mit vorne so Sternchen und Schleifen drauf. Und auch die haben unten so ein bisschen so eine Stoppersache. Und hinten am Po ist dann immer noch so eine Tasche drauf. Also Blade & Rose hat immer diese Strumpfhosen, wo hinten so ein niedliches Motiv drauf ist auf dem Po. Was ich wirklich total niedlich finde. Und hier ist ebenfalls genau dasselbe Argument. Die passen und sitzen von der Passform her einfach am besten. Und damit sind wir auch schon bei diesem Schubfach wieder durch und kommen zum letzten. Ja, das hier ist unsere letzte Schublade und wohl mit Abstand die chaotischste von allen. Ich habe trotzdem irgendwie ein bisschen ein System drin, aber hier ist einfach alles das drin, was wir halt oben nicht unterbringen konnten oder was wir einfach so noch in der Wickelkommode haben wollten. Zum einen ist hier hinten ein Utensilotäschchen drin. Da sind alle Junas Lätzchen drin. Wir benutzen selten Lätzchen, muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben trotzdem ein paar hier. Außerdem sind da noch so ein paar Spucktücher drin. Und das ist halt alles in diesem kleinen Utensilotäschchen hier hinten. Hier vorne haben wir unsere Stoffwindeln. Das meiste davon ist gerade leider in der Wäsche. Deswegen kann ich euch nur noch mal die beiden zeigen. Die ist von Cocadi und die von Best Bottom. Dann haben wir unten drunter Strampler von Juna, die sie wirklich selten anzieht. Dann haben wir hier unsere Wärmflasche, die ist von Hugo oder so. Wir haben die geschenkt bekommen und das ist so eine Wärmflasche aus irgendwie 80% Naturmaterialien hier drin. Und ja, finde ich einfach ganz niedlich. Sie sieht auch hübsch aus und es ist einfach praktisch. Eine Wärmflasche braucht man einfach immer mal. Ja, dann haben wir hier unten noch Puschen, die zu groß sind. Die sind von Melton, ja. Und hier haben wir noch einen Beutel mit Junas Puschen von Easy Peasy, die auch noch ein bisschen zu groß sind leider. Die haben wir ja schon länger. Dann haben wir hier alle anderen Puschen, die zeige ich euch mal einfach in der Nahaufnahme, weil das hier sonst so unübersichtlich ist. Wir haben da zum Beispiel ihre Tragestulpen von Cravalli Design. Wir haben so ein paar Puschen von Max Omora. Wir haben Mumienhausschuhe. Ja, und die bewahre ich einfach alle hier unten in dieser Ritze auf. Und dann haben wir hier ein großes Fach für Junas Halstücher und Haarbänder. Ich habe noch nicht die perfekte Aufbewahrungslösung für die Haarbänder gefunden. Das ist mir hier ein bisschen zu unübersichtlich. Aber erstmal reicht es so. Wir haben also hier Halstücher. Hier oben, die sind von Max Omora. Die passen dann halt meistens auch zu den Sachen, die wir sonst haben. Und dann habe ich noch einige von H&M und auch einige von Pippi. Ja, und das hier sind wie gesagt ihre Haarbänder. Ja, da sind einfach ganz viele verschiedene drin, auch von H&M. Und ich liebe ja Haarbänder. Und damit war das auch schon unsere letzte Schublade. Ja, ihr Lieben, das war das Video zu unserer bzw. Junas Wickelkommode. Im Anschluss zeige ich euch jetzt einfach noch ein paar meiner allerliebsten Outfits, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und dann war es das mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Anschauen meiner Lieblingsoutfits. Und vielleicht ist ja für den ein oder anderen von euch dann eine Inspiration dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Was ich zurzeit wirklich sehr, sehr liebe, sind unsere Sachen, die wir von den Mumins haben. Juna hat hier einmal einen Body mit der kleinen Mü, hier hinten einen Body mit den Mumins im Boot und sie hat natürlich auch ihre Mumin-Hausschuhe. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, fast alle unsere Klamotten bzw. die ganzen Marken, die wir tragen, findet ihr zum Beispiel im Online-Shop von Jettefind. Jettefind ist ein Online-Shop, der ja, Sachen aus von skandinavischen Marken vertreibt und wir finden dort einfach immer irgendwas Schönes. Dort gibt es zum Beispiel auch die Wolkensachen vom Ferg in Form und eben auch diese Mumiensachen und es gibt auch immer wieder was im Sale. Also es lohnt sich da mal vorbeizuschauen, was nach wie vor und wahrscheinlich auch für immer eines meiner allerliebsten Designs sein wird, ist dieses Petunia-Muster. Deswegen hat Juna davon auch wirklich viel. Ihr seht auch, dass die Hose schon einige, wie nennt man das so, Farbverluste hat, weil Juna damit wirklich viel rumkrabbelt.
Wir haben davon halt auch diesen niedlichen Cardigan hier oben, den ich einfach immer mit einem Unibody kombiniere. Die passende Mütze dazu, die passenden Puschen und schon ist das Outfit einfach perfekt. Aber auch ein bisschen schlichter mag ich es wirklich gern. Dieser süße Pulli ist von H&M, der ist halt ganz, ganz rosa und mit so einem kleinen Spitzenmuster versehen. Dazu kombiniere ich dann einfach eine etwas knalligere Strumpfhose mit Herzchen drauf und ein selbstgenähtes Haarband. Und damit ist das Outfit auch niedlich, etwas schlichter wie gesagt, aber trotzdem nicht weniger hübsch. Junas Mützen bewahren wir übrigens in einem kleinen Schränkchen in unserem Flur auf, also nicht mit in der Wickelkommode. Aber ich möchte euch trotzdem auch hier meine Favoriten zeigen. Und zwar haben wir hier einmal von H&M diese ganz kuschelige, gestrickte Mütze mit einer Blume drauf, die ganz einfach weiß ist, aber gerade weil sie so schlicht ist, wirklich wunderschön. Außerdem habe ich hier vom Ferg in Form diese graue Wolkenmütze. Die sieht ein bisschen aus wie eine Pilotenmütze durch diese Ohrenklappen, die sie hier hat. Und dadurch sitzt sie halt auch wirklich richtig gut und hält die Ohren schön warm. Genauso wie die Mützen von Max O'Mora und hier wieder eins meiner Lieblingsdesigns, das Autumn Leaves Design. Die sitzen einfach perfekt gerade, die gehen super schön um die Ohren und vor allem auch in die Stirn weit hinein, was ich ziemlich wichtig finde, wenn es draußen so sehr kalt ist. Und dann habe ich hier noch eine Mütze, die mir sehr besonders ans Herz gewachsen ist. Die ist selbst genäht worden für uns und Emil hat davon die passende Mütze im Partnerlook. Das ist jetzt so eine Drei-Knoten-Mütze, die ist auch richtig dick und weich gefüttert mit so einem kuscheligen, ja, wie heißt das? Vlies, glaube ich. Ja, meine Lieblingsmützen. Und das hier ist mein allerliebster Schlafanzug für Juna. Der ist von Duns und einfach super schön bunt. Das Muster gefällt mir, die Farben gefallen mir. Und er sitzt noch dazu auch wirklich super. Und als letztes möchte ich euch noch dieses wunderschöne Uni-Olivfarbene Set zeigen, was ich für Juna ausgesucht habe. Und zwar bei Zauberwolf. Die liebe Ines näht und zeigt ihre Sachen in einem Instagram-Shop. Und ja, da habe ich das für Juna gekauft, weil ich einfach was Unifarbenes haben wollte. Ja, und damit war es das jetzt auch wirklich mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!